Durch die Blume geschossen. Was? Kommt da jemand? Nee. Da kommt doch keiner, oder? So. Ich lieg jetzt im Bett ein bisschen. Oh, du spielst nochmal LOL nachher? Ranked? Ja, ich versuche nochmal Ranked zu zocken. Ja. Heute Morgen hat es nicht so gut geklappt, sag ich mal. Da war ein bisschen Fade dabei. Aber dann... Genau, Shorty sagt das nämlich ganz richtig. Also wie gesagt, ich bin mir der Konsequenz durchaus bewusst. Ich sehe es aber so, dass ich halt für die Zuschauer und für die Community streame und nicht hauptsächlich für irgendwelche Konzerne. Ja, ich würde das auch nicht einfach an die große Glocke hängen und dann ist einfach ganz gut. So. Alles klar, mache ich. Alles klar, mache ich. Ja, aber Gold, guck mal, du bist Gold 2. Ich glaube, wenn ich denn mit Bronze 4 da rumdümpel, dann kriegen wir halt auch Goldspieler, ne? Und dann sehe ich halt auch schlecht aus, ne? Dann sehe ich halt echt schlecht aus. Also wenn Goldspieler, also man kann es versuchen, aber ich habe bis jetzt immer schlechte Erfahrungen, wenn ich mit höheren Elos gespielt habe, dass dann halt auch die Gegner auch in dieser Elo sind. Und dann wird es halt sehr schwierig, ne? Aber man kann es gerne mal versuchen. So, Dakota, ich glaube, was mit der vermissten Kassette von Dr. B. passiert ist. Sein Forschungsassistent hat sie mitbekommen. Einer meiner Patienten sah Abbot etwas von einem Spind in Schwesterstation mitgehen und damit zum Behandlungszimmer laufen. Ich werde während der Nachtschicht versuchen, reinzuschleichen und mich umzusehen. Bleib du einfach cool und mach weiter deinen Job. Ach, du hast noch einen Bronze-Okkult. Cool. Alles gut. Ach, nur Master kann mich schön... Lina, ich weiß, was du meinst. Das ist auch alles vollkommen korrekt und legitim, was du sagst. Das ist vollkommen korrekt. Mir ist es egal, wie wichtig Dr. B. für die medizinische Gemeinschaft ist. Diese Art von Belästigung ist nicht okay. Ich verspreche, lass sie die Beweise nicht zerstören. Es ist ein Schwein, ein Arschloch und er wird einen Tag der Gericht bekommen. Bleib tapfer, bleib stark, mein Freund. So, hier habe ich natürlich ein bisschen gefehlt, ja, wegen dieser scheiß Karten-ID-Pisse. Dann kamen nämlich alle wieder zurück. Ich habe aber keine ID-Karte. Komme ich jetzt hier rein eigentlich? Ja. Okay, müssten ja eigentlich alle down sein hier. Also so. Streckt sie mir erstmal ihren Arsch entgegen. So. So, eine schöne Handgranate. So, bleib auch liegen. So, der wird auch gleich aufstehen, aber ich glaube, dass hier nichts ist, ne? Irgendwas muss ja aber liegen. So. Okay, in der Krankenstation ist sonst nichts. Das haben wir. Sie liegt gerade im Bett, deswegen kann sie nicht mitspielen. Aber wir spielen gleich Dings, auf alle Fälle. So, gut. Dann muss ich da einmal links lang. Ich hoffe, dass wir noch gleich irgendwo speichern können. Achso, hier kann ich runter, okay. Wir gehen nochmal schnell zum Wäscheraum. Okay, der Zaun, der ist zu. Ah, okay, jetzt komme ich... Ah, okay, jetzt komme ich in den unteren... Jetzt komme ich in den Innenhof, ne? Notaufarme, OP-Saal. So, wir gehen jetzt einfach mal in den Innenhof, weil hier sollte ja der Schlüssel sein. So, Leute, um das auch mal abzuhaken, die Debatte sollte jetzt eigentlich beendet werden. Und dann... Da ist auf alle Fälle der Schlüssel. Und dann ist eigentlich auch okay. Ja, man sollte jetzt nicht noch weiter hier rumphilosophieren. So, jetzt komme ich aber... Hä? Jetzt komme ich aber nicht mehr zurück, oder? Doch, hier. Ah, hier ist ein Eingang. Ah, hier kommen wir an die hintere Tür. Ja, moin. Nein, nein, ich weiß es. Ich weiß das alles.
na klar, Chef. Nein, alles gut. Es sollte jetzt kein Dingsbums sein. Keine Anmahnung. Ja, das kann man alles gerne im Discord bereden, Leute. Konzentriert euch jetzt auf das Spiel. So, ab zur Notaufnahme. Ach, hier war ich ja schon mal. Ach, da hat mir doch diese Karte gefehlt. Wo muss ich denn jetzt hin, sag mal? Ich glaube, ich muss nach oben, ne? Ey, ich sehe hier gar nicht durch, ne? Ich sehe überhaupt gar nicht durch. Ey, wenn ich hier denn auch noch rumrennen muss, wenn der Hunter hier rumrennt oder diese Hunter-Typen. Oh, es hat geladen, es hat gespeichert. Jetzt kann ich mich natürlich auf was gefasst machen. Ihr wisst ja, wenn es speichert, dann ist die Kacke am Dampfen. Ist das... Sieht doch aus wie so ein... Ach, das ist ein Faultier, ne? Ist das ein Faultier? So, wir speichern erstmal. So, und dann gehen wir zurück zum Wäscheraum. Ich glaube, dass jetzt gleich die Hunters kommen, aber ich bin mir nicht ganz genau sicher. Aber es könnte durchaus möglich sein. Es hat gespeichert. Wir haben auch nochmal gesaved. Theoretisch müssten die eigentlich hier kommen. So, jetzt machen wir den Schlüssel rein. Ein Shinobi-Maulwurf. Auch nicht schlecht, Digga. Oh! Was machst du denn hier? Ach, das ist die ID-Card. Ah, die brauchen wir. Hat er jetzt einen Dietrich bekommen? Nee, natürlich nicht. Okay, wir haben jetzt die ID-Card. Oh, oh. Oh, oh. Da sind sie. Da sind sie schon. Die Hunters. Aber das Vieh ist da auch heftig, ne? Sieht aus wie so ein Predalien oder sowas. Okay. Was? Okay, Alter. Okay, da muss ich nochmal laden. Was ist das denn, Alter? Ist das der Autosave? Ja. Meine Fresse. Scheiße, was mache ich denn am besten mit dem Vieh? So, ich muss jetzt mich. Ich muss ganz genau jetzt überlegen, wo ich lang muss. Ich weiß nicht, ob ich in die Wäschekammer muss. Oder in die. Nee, ich muss in die Krankenstation. Verpiss dich. Alter Schwede, ist das ein Drecksvieh, ne? Es hat auch meine Kugeln geschluckt, als wäre es Marzipan oder sowas. Es hat ja gar nichts gemacht, ne? So, gut, dann sind wir jetzt erstmal hier drin. Ach du Scheiße, die sind jetzt überall drin. Was? Oh nee, die sind im Behandlungsraum.
Er muss natürlich auch treffen. Ich hab's echt. Ich hab mega Probleme mit dem Ziel, ne? Und ich hab keinen Dietrich bei. Alter Schwede. Das ist der Hammer. Also, zielen ist nicht so mein Ding. Verreckt doch endlich. Meine Güte. Oh, die steht auch schon wieder. Mann, was ist denn das, ey? Drecksviecher, ne? Mega ätzend. So, jetzt haben sie mich natürlich schon gekillt, ne? So, können wir wieder kombinieren. Achso, das ist die andere Seite, okay. Das ist die andere Seite. Ich muss aber in den Behandlungsraum, ne? Ich muss, glaube ich, in den Behandlungsraum. Oh, da sind sie schon. Das ist halt keine offizielle. Ja. So, was muss ich hier einsammeln? Oh, da ist die Kassette. Ey, du solltest eigentlich geblendet sein, Alter. Schnell durch hier. So, jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich muss, glaube ich... Ich muss nach unten, ne? So, und dann... Ich muss nach unten, denn in diesen einen Raum rein. Jetzt habe ich natürlich alle meine Flashbangs rausgeschmissen, ne? Hier muss noch irgendwas liegen eigentlich. So, okay, ich muss hier. Okay, ich muss da rein. Ja, das war klar. Noch down. Jetzt. Simba. Oh, wieder so ein einfaches Schloss. Mann, ich habe keinen scheiß Dietrich bei. Das ist doch zum Kotzen, ja. So. Alter, wie viel Granaten und alles. Heftiger Shit. Ich hätte mal hier zuerst reinkommen sollen. Da hätte ich mir das alles erspart. So. Jetzt muss ich komplett einmal zurück, ne? Azura heißt Azura. Quatsch. Gut, jetzt müssen wir da, glaube ich, nach oben. Genau, hier müssen wir diesen Dingsbums ranhalten. Mann, ist das spannend, ey. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in ihrem Büro waren. Was glaubst du,
glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Bard, verdammt. Der beste Biologe, den du je treffen wirst, du Bettpfannenwechselnde Versagerin. Natürlich habe ich Connections nach oben. Natürlich berät sich das Militär mit mir. Ich habe Sonderzeichen. Digga, das machen wir gleich. Ich bin gleich online, ist gleich Öwe. Und dann machen wir das. Ja, wir zocken so richtig viele. Also, wenn wir gut vorankommen, dann wäre es schon richtig geil, ne? Wenn das klappen will. Was ist deine Hauptlane? Also, was spielst du mal? So Supporter, ne? Ja, der vierte Super Saiyan 4 Blue könnte kommen, aber ich glaube nicht daran. Es gibt nämlich ein Problem bei den Super Saiyan Blue. Und das ist die Entstehung des Super Saiyan Blue. Der Super Saiyan Blue ist nämlich also Ki-Kontrolle und behält das Ki innen drin, in dem Körper. Bei den normalen Super Saiyan ist es so, dass das Ki nach außen strömt, ja. Diese Super Saiyan, also den Blue noch zu erweitern mit Super Saiyan 2 und 3 und sowas, wird, denke ich, nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ha, auch tot. So war's. Ich suche. Dann such besser. Da muss doch ein PC sein, oder? Und ich hoffe nicht, dass die den Super Saiyan 4 bringen. Super. Hoffe ich nicht. So, sehr geehrter Dr. Bard, es ist mir eine Ehre, Sie herzlich zu einem Bankett am 10. September in Central Hotel einzuladen, bei dem wir unsere Ansichten zur neuen medizinischen Sonderwirtschaftszone von Raccoon City austauschen können. Teilnehmer sind Bürgermeister Michael Warren, Polizeifreund Brian Irons und andere berühmte Mitglieder unserer Gemeinschaft. Donnerstag, 10. September, 18 Uhr, Orient Restaurant, Central Tower. Wir wären geehrt, wenn Sie teilnehmen könnten. Mit freundlichen Grüßen, Great Tester Senator. Ah, siehst du, so ja, der Senator ist mit am Start. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay, die Umbrella hat ja fast alles gekauft, ne? Umbrella hat ja fast alles hier gekauft am Start, also von daher ist es eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass der auch dazu gehört, ne? Prefer oder Submit? Okay. Ja, Flori spielt meistens immer Jungler oder Mitte, aber auch Supporter manchmal. Ich bin mehr so der Toplaner, ADC. Der Blue entsteht ja durch die Kombination eines Super Saiyajins und durch diesen Gott, Super Saiyajin Gott. Der Super Saiyajin Gott entsteht ja durch das Gott-Ki, also hauptsächlich durch das Ritual, aber durch Gott-Ki. Und der Super Saiyajin nutzt ja ein anderes Ki, also das normale Ki, was der Charakter hat. Also es gibt zwei Keys, ja, man kann sich es vorstellen in gelb und rot. Kombiniert man diese beiden, ergibt es natürlich nicht blau, ja, aber die Macher haben das blau genommen. Also diese beiden Kombinationen, der Ki, also das Ki, gelb und rot, erzeugt den Super Saiyajin. Diese Form aber durch den Super Saiyajin 2 noch zu erweitern, ist schwierig, weil der Super Saiyajin 2 eine hohe Belastung und bei dem Super Saiyajin 3 ist die Belastung noch höher. Also das denn zu kontrollieren, den Super Saiyan 3 gleichzeitig zu kontrollieren, wo das Ki nach außen strömt, also wo der Anwender gar nicht so viel Ki-Kontrolle haben braucht, sondern nur Power, ist es im Gegensatz zu dem Blau, also diesem Gott-Modus, dadurch konnte er sich ja in den Super Saiyan Blue verwandeln erst und in den Gott. So gut, ich weiß jetzt nicht genau, was Sache ist. Wir müssen auf alle Fälle den Impfstoff holen. Da ist die Probe. Natürlich ist alles voll. Das war natürlich klar. Jetzt muss ich natürlich erstmal was wegschmeißen. Na, ich schmeiße immer ungern Sachen weg, auch wenn da ein Mülleimer vorsteht. Aber nachher braucht man die wirklich noch und dann stehst du da, ne? Okay, Jim. Halte durch. So, und ich wette, der steht jetzt gleich auf. Gut, bin unterwegs zu dir. Nee, doch nicht. Ich dachte, der steht noch auf. Ja, na klar. Der Ultra-Instinkt ist natürlich in zwei Phasen aufgeteilt, ne? Der Ultra-Instinkt ist einmal das Ausweichen, das perfekte Ausweichen und einmal der perfekte Angriff, ne?
So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Jetzt bin ich im Innenhof. Ich glaube, ich muss hier zurück einmal, ne? Ah, der kommt natürlich, ne? Ah, okay, da hätte ich einmal ausweichen müssen. So, und ich glaube, jetzt kommen nämlich die ganzen Zombies hier. So, wir werden aber jetzt einmal abspeichern. Thank you.